2023 wird es eine Neuauflage der IAA in München geben. So steht es zumindest in den Verträgen der Messe München. Die Münchnerinnen und Münchner sind bei diesem Thema unterschiedlicher Meinung. Ich denke, der Fokus sollte auf jeden Fall auf elektrische Autos sein. Also Mobilität ist gut. Autos, glaube ich, werden auf jeden Fall auch in Zukunft wichtig sein. Aber der Fokus sollte auf jeden Fall auf Elektromobilität sein. Ich finde es Schmarrn für mich. Als Radfahrerin brauche ich es schon gar nicht. Und das Zweite, das hat den Verkehr total aufgehalten. Also man konnte überhaupt nicht mehr vorbei und war alles sehr hinderlich. Ich würde sagen, es ist ein Mittelding. Auf jeden Fall ist sie nicht zukunftsorientiert. Ich fand es dieses Jahr gut, dass es außen war. Hätte man noch mehr gewünscht, den Bereich grünes Fahren, Ökologie noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Die ÖDP und die Linkspartei stehen einer erneuten IAA in ganz München kritisch entgegen. Deswegen haben sie einen gemeinsamen Antrag gestellt. Ihrer Meinung nach darf die IAA ohne ein glaubwürdiges Nachhaltigkeitskonzept nicht mehr stattfinden. Unser Antrag heute zielt darauf ab, dass wir tatsächlich eine nachhaltige Mobilitätsmesse veranstalten wollen. Und das mit einer Autoindustrie, die sich auf jeden Fall zu den Pariser Klimazielen bekennt, die Konzepte für eine nachhaltige Mobilität auch in der Stadt fordert und umsetzt und außerdem die Lobbymillionen, die sie verschwenden in Europa, endlich stoppt, um die Klimagesetze endlich mal auch durchgreifen zu lassen. Heute hat sich der Stadtrat mit dem IAA-Abschlussbericht beschäftigt. Rund 20 Aktivistinnen und Aktivisten haben am Rand der Sitzung gegen eine erneute IAA in München demonstriert. Der öffentliche Raum darf nicht mehr in diesem Umfang der Präsentation von Autos für Werbemaßnahmen von Konzernen zur Verfügung gestellt werden. Es gibt eine Messe in München, dort gibt es ein sehr großes Freigelände. Das wäre der richtige Platz für die Präsentation von Autos. Auch 4 Wochen nach Ende der IAA gehen die politischen Diskussionen in eine neue Runde.